Ja, herzlich willkommen hier auf der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen, dem Lehr- und Forschungsbetrieb für ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel, eben der Ort, an dem Studierende lernen und forschen können. Mein Name ist Christian Kruzinner und ich leite diesen Betrieb. Es gibt den Bereich Ackerbau, der wird von Joachim Keil geleitet. Der umfasst vor allem den Bereich Feldgemüseanbau, Kartoffelanbau und Getreideerzeugung für Speise- und Saatgutvermehrung. Und der zweite Bereich ist dann der Bereich Feldfutterbau und Technik, geleitet von Marco Tamm. Da gehört vor allen Dingen der Anbau von Kleegras und Luzerne dazu, der sowohl auf der einen Seite für den Ackerbau die Vorfrucht bildet, um anschließend dort Getreide und Gemüse und Kartoffeln anzubauen, aber natürlich auch unser Vieh mit Futter zu versorgen. Damit kommt man auch schon zu dem dritten Bereich. Der wird geleitet von Kerstin Jenner. Das ist die Tierhaltung mit einer etwa 100-köpfigen Milchviehherde, mit eigener Nachzucht und eigenen Deckbullen und 600 Legehennen. Und der vierte Bereich, geleitet von Katharina Mittelstraß. Dazu zählt die Hauswirtschaft, die dazu dient, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verpflegen mit Mittagessen und die Direktvermarktung über unseren Hofladen zu organisieren und auch noch die Gemüse-Selbsternte zu betreuen. Die Möglichkeiten für Studierende sind sehr vielfältig. Das fängt von ganz einfach der Möglichkeit an, dass man an so einen Betrieb mal reinschnuppern kann. Aber sie können natürlich auch mit eigenen Ideen kommen und sagen, das und das hat mich schon immer interessiert und da würde ich gerne was zu machen, und dann findet sich meistens auch ein Weg, wo solche Projekte oder Bachelor- oder Masterarbeiten dann hier auch durchgeführt werden können. Ich bin Saskia, studiere im Master Ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen. Wir stehen hier in meiner Masterarbeit bzw. dem Folgeversuch meiner Masterarbeit. Als ich nach Witzenhausen kam, waren wir hier auf Exkursion und haben den Betrieb angeschaut, und sowieso wollte ich neben dem Studium auch was Praktisches machen. Und dann wollte ich unbedingt hier hin und habe immer in den Vorlesungen aufgepasst, was wäre ein Thema für mich. Und dann habe ich mich an Herrn Hess gewendet und dann kam eins zum anderen: Hiwi-Job, Projektarbeit, Masterarbeit. Mein Name ist Jürgen Hess. Ich habe seit 1997 hier in Witzenhausen die Professur für ökologischen Land- und Pflanzenbau inne. Ich bin der wissenschaftliche Leiter der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen und gleichzeitig auch Versuchsansteller. In Frankenhausen kann zunächst einmal jeder forschen. In erster Linie sind es natürlich Fachgebiete hier vom Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Uni Kassel und damit eben auch Studierende, die im Rahmen von Forschungsprojekten eingebunden werden können. Wir kooperieren aber eben auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche der Universität Kassel und mit Forschungseinrichtungen über die Grenzen der Universität Kassel hinaus, das heißt mit anderen Standorten, Gießen, Bonn, Thünen-Institut und anderen mehr. Die Forschungshighlights ohne Frage sind die Reetablierung der Wintererbse für die Fruchtfolgen ökologisch wirtschaftender Betriebe, und es sind Innovationen im Nahbereich von Legehennenstellen zur Vermeidung von Nährstoffeutrophierung und Belastung des Grundwassers. Mir gefällt am besten in Frankenhausen das Engagement der Mitarbeiter, die dort arbeiten, denn die Entwicklung von Frankenhausen in den letzten 20 Jahren zu dieser prächtigen Staatsdomäne, die es heute ist, wäre ohne das Engagement der Mitarbeiter der Domäne Frankenhausen nicht möglich gewesen. Und das gefällt mir am besten. Wenn man sich für Ökolandbau interessiert und gerne ökologische Landwirtschaft studieren will, dann sollte man sich für das Original entscheiden. Und das Original ist eben Witzenhausen, weil es eben entsprechend breit aufgestellt ist mit 20 Professuren im Kontext der ökologischen Landwirtschaft, weil es einen authentischen und glaubwürdigen Versuchsbetrieb hat, der ein enorm hohes Potenzial birgt, sodass auch Studierende, die vielleicht nicht zu Hause einen Hof haben, eine Menge nochmal lernen können. Auch vor dem Hintergrund relativ kurzer Praxiszeiten tut das nämlich auch in unserem Agrarstudium Not, ja, dass man Kontakte zur Praxis kriegt, und die kann man hier in der Lehre über den eigenen Versuchsbetrieb schon bekommen.